Hallöchen, mein Name ist LasLP und heute bauen wir eine Eisenfarm für die 1.17 Bedrock. Das ist die Switch, die PlayStation, die Xbox, ne, die Windows 10 Edition, Smartphone, überall funktioniert sie. Das ist alles, was wir brauchen. Abgesehen von den Betten, wir brauchen 20 Stück, die können wir aber nicht stacken. Ne? Ansonsten eine Stufe, 12 Glas, 12 Stacks solide Blöcke, einmal Lava, zweimal Wasser, 9 Schilder, 20 Arbeitstische, 2 Stacks Laub, 2 Truhen, ein Trichter. Und bevor wir loslegen, kannst du das Video liken, den Kanal kostenlos abonnieren, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und natürlich auch mal Merch etc., Instagram, alles unten in der Videobeschreibung. Als erstes schauen wir, dass in der näheren Umgebung kein Dorf ist. Das darf nicht sein. Auch keine Arbeitsblöcke, nicht von euch selber gemacht oder sonstiges. Ihr müsst rausgehen, ne, in die Ferne. Dann machen wir 1, 2, 3, 4. Und daraus machen wir jetzt nochmal 20 in die, nochmal 20 in die, schließen das Ganze und bekommen dann eine Plattform, die 21 mal 21 Blöcke groß ist. Jetzt haben wir eine Plattform, die 21 mal 21 Blöcke groß ist und darunter habt ihr 3 Blöcke Platz. Jetzt nehmen wir uns unsere Blätter noch und fast alle restlichen Steine, denn wir müssen hier noch 2 Reihen Mauer drauf machen und dann noch eine Reihe Blätter drüber. Haben wir das geschafft, sieht das Ganze so aus. Jetzt gehen wir in jede Ecke und machen 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, und füllen das Ganze aus, dass wir so eine Pfeilform kriegen. Also so. Und das machen wir jetzt auch in jeder Ecke. Wenn das bei euch jetzt so aussieht, dann müsste alles soweit richtig sein. Dann könnt ihr kurz hingehen. Macht eine kleine endlose Quelle. Ne? Also das kennen wir ja. Einfach so. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ne? Dann hier Wasser gegenüber und schon könnt ihr endlos Wasser nehmen und dann hauen wir das hier in die Ecke, hier in die Ecke, hier in die Ecke, hier in die Ecke und dann bleibt in der Mitte so das übrig und dann müssen wir nochmal hier diese Seiten nehmen. So, haben wir das an allen 4 Mittelseiten gemacht, bleibt in der Mitte so ein 3x3 Loch übrig. Das machen wir jetzt kaputt und da bauen wir dann Mauer runter, so dass wir ein 3x3 großes Loch bekommen. Schon sitzen wir in dem Loch. In dem Loch ist das ganz easy. Wir machen hier einen Boden rein. Wir lassen nur eine Ecke frei, wo wir den Trichter reinpacken. Und machen dann hier draußen so noch eine Truhe. Das heißt also, Doppeltruhe hier hin. Dann können wir gerade hier zur Not Platz machen. Ne? Machen hier einen Trichter mit Shift gedrückt halten gegen die Truhe. Und wir sehen, ist mit der Truhe connected. Ne? Also läuft alles rein. Das ist ganz gut. Dann können wir jetzt hier zum Beispiel Platz machen und machen da eine Stufe hin. Und hier können wir den Spaß natürlich wieder zubauen. So, so. Dann kriegen wir nämlich die Truhe noch auf. Alles gut. Nichts passiert. Im Loch selber machen wir einmal gegenüber vom Trichter Wasser. Ne, damit alle Items da hinlaufen. Dann machen wir da drüber 9 Schilder. Ne. Wir können die ja immer so schön aneinander machen, wenn wir Shift gedrückt halten. Und dann in der Mitte auf das Schild Lava. Dann zerläuft die nämlich so. Und das wird all unsere Eisengolems besiegen. Jetzt kommt der schwierige Part. Wir suchen uns eine Seite aus. Ne? Gehen hier hin, machen 1, 2, 3. Dann gehen wir 1, 2, 3, 4 rüber. Und den Rest können wir wieder wegmachen. Und jetzt machen wir wieder 1, 2, 3, 4. Die 3 dazwischen weg. 1, 2, 3, 4. Die 3 dazwischen weg und 1, 2, 3, 4 und die 3 dazwischen weg. Ja, so, das werden gleich unsere Positionen für die Dorfbewohner. Dann machen wir auf allen Vieren, machen wir so Stein drauf, ne, und in der Mitte weg, dass wir so eine kleine Kuhle bekommen. Dann machen wir hier vorne noch einen Stein und die anderen 3 machen wir Glas. Haben wir diese 4 Behälter gebaut, müssen Dorfbewohner rein. Ne? Das könnt ihr ganz einfach machen, indem ihr hier mit Minecarts und Schienen zum Beispiel Dorfbewohner da reinfahrt. Aber ihr müsst aufpassen, es gibt 2 Regeln. Upsi, es gibt 2 Regeln. Regel Nummer 1, ihr dürft mit dem Dorfbewohner noch nie gehandelt haben. Regel Nummer 2, es darf kein Arbeitsloser sein. Das Ganze schaut dann so aus, wenn ihr euch an die Regeln gehalten habt, also keine Arbeitslosen, noch nie getradet und in jede Kammer gehören 5 Dorfbewohner. Dann brauchen wir erstmal die Betten. Für die Betten gehen wir einfach mal hier in die Mitte, ne? Also nicht ganz, guck mal, das wäre die Mitte. Das lassen wir weg, ne? Dann können wir das hier alles wieder wegmachen. Wir machen also quasi eine Zweierbreite so über der Lava. Und zwar 9 Blöcke lang. Das heißt, die Lava sind 3, 3 in die, 3 in die, ne? So. Dann machen wir hier noch welche hin. Hier noch welche hin.
Und dann machen wir wieder diese 9 lang, 2 breit Linie. Es gibt so ein großes H quasi. So. Und in der Mitte dürftet ihr jetzt die 3 Lava sehen, die in der Mitte sind, ne? Jetzt 20 Betten aufstellen. Welche Farbe ist vollkommen egal. Bett Nummer 1 wurde geclaimed. Immer gucken, ob jedes Bett auch geclaimed wird, ne? Weil wir brauchen 20 Dorfbewohner, die 20 Betten haben. Habt ihr die Betten gebaut, müssen die Blöcke hier drunter natürlich wieder weg, weil sonst passt der Eisengolem nicht da durch. Der ist ja größer als 2 Blöcke. Der soll ja hier unten in die Lava fallen, ne? Und keine Sorge, Betten brennen nicht. Jetzt kommen wir zu unseren Arbeitstischen. Und das Wichtige ist wirklich, dass jeder an seinen Arbeitstisch rankommt. Bevor wir das aber machen, brauchen wir noch Wasser. Und zwar machen wir erstmal einen Glasblock hier drüber. Dann machen wir den weg, tun hier Wasser rein. So. Und dann wieder zu. Das hat einen ganz einfachen Grund, damit die alle ihren Job resetten und auch an alle Arbeitsblöcke rankommen. Jetzt der Bognertisch. Beim Bognertisch müssen wir jetzt aufpassen. Jeder muss an seinen Arbeitsblock rankommen. Wir setzen mal einen. Guck mal hier in der dritten Kapsel, da hat jetzt jemand sich diesen Block genommen. Das heißt, wir reißen den wieder ab und derjenige wird der Erste sein, der sich einen Job nimmt. Und jetzt können wir nämlich den Bruchstein hier ersetzen. Das heißt, wir machen einmal so. Zack, er hat den Job hier. Jetzt gucken wir wieder, wer claimt. Wer ist der Nächste? Ach, der Dorfbewohner hier unten claimt das. Nee, der soll nichts claimen. Den müssen wir gerade einmal entsorgen. Und jetzt gucken wir mal. Hier claimt das einer, ne? Das heißt, wieder wegmachen. Hier hin. So, freut sich. Okay, nächste. Und das machen wir jetzt mit allen 20 wieder da hinten in der dritten Kapsel. Ne? Das heißt, wir können jetzt hier nochmal. So. Er hat es wieder geclaimed, damit jeder an seinen Beruf kommt. Und da ist der erste Golem. Und Golem Nummer 2. Und wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann müsste der hier unten an der Lava sterben und die Items hier drinnen landen. Sehr gut. Da ist schon wieder ein Golem. Geht also recht fix. Aber auch schon wie bei der Farm in der 1.16 funktioniert die nur am Tag, also könnt ihr euch irgendwo ein Safe House mit Bettchen hinbauen. Wenn dir aber das Video gefallen hat, kannst du es gerne liken. Wenn euch geschehen, den Kanal kostenlos abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao mit Bruchstein!